Das erste Mal habe ich vom Land auf der Messe erfahren, auf der Expo in Hannover. Und da war ich bei dem Stand und habe mich so ein bisschen informiert und so ein cooles Daumenkino gemacht. Dann habe ich einfach im Internet mal recherchiert und auch durch Bekannte aus meinem Umkreis habe ich dann erfahren, dass es halt dieses duale Studium gibt. Und dann habe ich mich dafür beworben. Also die allgemeine Verwaltung mit dem Organisieren, das war einfach voll mein Ding. Ich habe mich jetzt schon viel mit verwaltungsrechtlicher Erstentscheidung auseinandergesetzt, also dass man Gutachten schreibt, ob jemandem etwas gesetzlich zusteht oder nicht. Und auch mit Buchführung und Haushaltswirtschaft habe ich mich auch viel auseinandergesetzt und auch mit Psychologie und wie geht man gut mit Bürgern um und wie kann man Konflikten aus dem Weg gehen.